Herzlich willkommen zur fünften ökumenischen Klagezeit, heute wieder in der Stiftskirche. Wir sind in der Osterwoche. Die Osterfeiertage liegen hinter uns. Sie waren verhaltener, in kleiner Runde oder vielleicht auch allein. Da gab es wohl selten ein Halleluja aus voller Brust. Wir suchen und tasten nach der Hoffnung auf Auferstehung, nach wieder vollem und frohem Leben. Alles, was uns hindert und bedrückt, was uns Sorgen macht, bringen wir im Gebet vor Gott. So sind wir hier an diesem Abend. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir rufen zu Gott mit Worten des 86. Psalms. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Wer kann noch zuhören? Jeder hat selbst genug zu klagen. Gott, finde ich bei dir ein offenes Ohr? Mein Geist ist so durcheinander, so viele Nachrichten und so wenig Gespräche. Immer kreisen die gleichen Gedanken in meinem Kopf. Meine Seele braucht den Austausch mit anderen. Meine Seele sucht Freiheit und Weite. Erfreue die Seele deines Knechts. Denn nach dir verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Gott, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Mein Gott, zu dir kann ich kommen mit allem, was mich bedrückt. Du siehst mich freundlich an. Bei dir suche ich Zuflucht in Einsamkeit und Überforderung. Bei dir sucht meine Seele Trost und Frieden. Weise mir, Höchster, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Manchmal verliere ich den Überblick. Was ist richtig? Was ist falsch? Wem soll ich glauben? Was soll ich tun? Auf wen soll ich hören? Es sind so viele Stimmen, die jeden Tag auf mich einstürmen. Schenke mir Orientierung und Weisheit bei meinen Entscheidungen. Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Es tut gut, zu dir zu kommen, mein Gott, in deiner Gegenwart zu sein, zu dir zu beten. Danke. Amen. Thank you.
dir kommen können, unser Gott. Bei dir können wir aussprechen, was uns auf dem Herzen liegt, was uns belastet und bedrückt. Öffne deine Ohren für deine Menschen und höre, was sie dir sagen. Wir sprechen aus, was sie dir anvertrauen wollen. Ach Gott, ich klage dir im Namen einer Frau. Sie bekommt keine Rente. Behörden haben Fehler gemacht und sie muss darunter leiden. Schaffe ihr Recht. Jemand bittet: Gott, unsere hochbetagte Mutter ist müde und lebenssatt. Sie würde so gerne sterben und in deiner Gegenwart in Ewigkeit leben. Sieh ihre Sehnsucht und nimm sie auf in dein Reich. Mir fehlen die Gottesdienste in der Kirche, in der Gemeinschaft so sehr. Ich vermisse sie und finde keinen Ersatz. Da bittet eine: Schenke den alten Menschen Mut, trotz Corona zu leben und sich nicht in der Angst zu verschließen und einsam zu werden. Jemand schreibt: Meine Lebenszeit ist zu kurz. Ich möchte sie nicht hinter dem Bildschirm in Sitzungen verbringen, die nicht weiterführen. Ich möchte keine Diskussionen mehr erleben, in denen es nur um Selbstdarstellung geht. Ich möchte mit Menschen zusammenleben, die sich für eine gemeinsame und gute Zukunft einsetzen. Wir klagen dir auch heute wieder die 21 Verstorbenen aus unserer Verbandsgemeinde. Sie starben an Covid. Sie sind mehr als nur eine Zahl der Statistik. Sie waren ein Teil unserer Gemeinschaft. Ihr Leben war einzigartig und wertvoll. Sie fehlen in unserer Mitte. Sie fehlen ihren Angehörigen. Für jede und jeden Verstorbenen ertönt ein Glockenschlag, wie ein Herzschlag, der in unserer Mitte ausgesetzt hat. In der Stille vertrauen wir dir an, was uns persönlich bedrückt. Dir können wir alles sagen. Du nimmst uns an. Bei dir finden wir Zuflucht. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, Gott, zeige uns, was wir tun können. Weise uns den richtigen Weg und halte uns in deiner Gegenwart. Amen.
Woche gibt uns der Prophet Jesaja ein Wort der Hoffnung. Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.